Eine der wichtigsten kinetischen Kenngrößen einer Reaktion ist die Aktivierungsenergie. Diese ermittelt man nach Arrhenius so, dass man die Reaktion bei verschiedenen Temperaturen vermisst und dann die berühmte Arrhenius-Auftragung auswertet. Die Rohrzuckerinversion, die Spaltung von Rohrzucker in Fructose und Glucose, verläuft nach erster Ordnung. Bei 30 Grad ist die Halbwertszeit 10 Minuten, bei 50 Grad ist die Halbwertszeit nur noch 2,9 Minuten. Wir rechnen zunächst für diese Reaktion erster Ordnung die Geschwindigkeitskonstanten aus, einfach indem wir den Logarithmus von 2 durch die Halbwertszeit dividieren. Wir erhalten 0,0693 und 0,239. Wir sehen, dass die Regel von Pantoff ganz gut erfüllt ist. Wir haben eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit um 2 mal 10 Grad Celsius und haben entsprechend eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit um fast den Faktor 4. Für die Arrhenius-Auftragung brauchen wir den Kehrwert der Kelvin-Temperatur und den Logarithmus der Geschwindigkeitskonstante. Wobei wir die Einheit der Geschwindigkeitskonstante natürlich weglassen, aber uns daran erinnern, wenn wir später wieder den Frequenzfaktor ermitteln sollen. Jetzt tragen wir lnk gegen 1 durch t auf. Wir erhalten eine Gerade mit der Steigung minus 6057,5 Kelvin. Multipliziert mit minus R, also minus der Gaskonstante, 8,314 Joule pro Mol und Kelvin, erhalten wir eine Aktivierungsenergie von 50,4 kJ pro Mol. Aus dem Achsenabschnitt von 17,323 könnten wir durch Delogarithmieren noch den Frequenzfaktor erhalten. Dieser beträgt 3,3 mal 10 hoch 7, 1 durch Minute. Wir können die Aktivierungsenergie in diesem einfachen Fall auch rechnerisch ermitteln. Dazu schreiben wir die Arrhenius-Gleichung zweimal auf, einmal für die tiefe Temperatur hier in blau und einmal für die hohe Temperatur in rot und ziehen beide Gleichungen voneinander ab. Wir erhalten dann diesen Ausdruck, in dem tatsächlich nur noch die Aktivierungsenergie unbekannt ist und alle anderen Größen von uns eingesetzt werden können.